Okay. So, weiter geht's. Grün. Ja, sehen wir. Wenn wir im Spiel sind, sehen wir's. Insomniac. So, dann fangen wir ein neues Spiel an. Es war einmal vor langer Zeit ein furchtloser junger Lombax, der überall bekannt war. Was ist das für eine Stimme? Als Galaxie vor Imperator Percival Tachyon und Captain Romulus Slag. Das war echt total unfair. Jemand hatte meinen Controller geklaut. Doch kaum herrschte wieder Frieden auf Polaris. Da wurde sein Kumpel entführt von geheimnisvollen Wesen, den Zoni. Mit Hilfe des Großcomputers namens Iris fand er schließlich einen Hinweis. Ein alter Piratenkapitän sollte angeblich den Schlüssel zur Zoni-Dimension haben. Ein Pirat namens Darkwater. Okay. Das Spiel hier habe ich mal vor einer Zeit angespielt gehabt. Und vorher. Hier ist es, Tobin. Darkwater muss hier irgendwo sein. Pass auf, Ratchet. Murdergrow ist sehr gefährlich. Unerwünschte Besucher lässt man hier einfach verschwinden. Oh, weh, armer Captain. Niemand vermisst dich. Nur ich. Du fehlst mir auch, Rusty Pete. Mein Körper mag fort sein, doch mein Herz ist immer ist bei die dir. Ich habe keine Ahnung. Die Crew hasst mich, Captain. Das stimmt doch nicht, Pete. Sie versteht dich einfach nicht. Schau, du bist mein bester Mann, du. Ah! Hi, ich will gar nicht groß stören. Wir suchen nur einen Piraten. Captain Angstrom Darkwater? Darkwater? Habt ihr gehört, Jungs? Die räudige Landratte will einen Toten sprechen. Wie wär's, wenn wir sie mal mit ihm bekannt machen? Also, was ich sagen wollte, ich habe das Spiel hier mal vor einer Zeit angespielt gehabt. Nicht sehr weit. Und ansonsten habe ich absolut kein Ratchet und Clank-Spiel davor gespielt. Also ich kenne mich mit der Serie an sich überhaupt nicht aus. Aber mal schauen. Falls Spiel zu laut, zu leise ist, bitte sagen. Wie eigentlich bei jedem Spiel, das ich neu anfange. Nimm die Bootkurbel.
Marker. Ah, okay. Ah, okay. Was geht ab? Ganz nah an den Morgenhöhlen. Und die Bultoren haben Hunger. Haltet ein, ihr räudigen Hunde. Grundgütiger Zoni, das ist Slack. Schrecken von Polaris und Mörder von Darkwater höchstselbst. Richtig. Und hiermit verbanne ich diesen Lombax auf die Insel Hulfa. Wo er genau das bekommt, was er verdient. Na? Ei, 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 Captain. Ihr habt's gehört! Nach Oliver! In eins, zwei! Ach, feuerfrei! Nicht schon wieder! Hm. Und
so. Lernte der Lombax die wenig bekannte Piratenparty-Regel 2113, die besagt, störe nie ein Gelage von Weltraumpiraten, bloß weil dein Roboter weg ist und nur ein toter Captain helfen kann. Ah, spul vor zur Stelle mit dem Fluch. Wow, verrat nicht alles. Wir sind doch noch nicht mal auf der Insel Holefar. Oh Mann, na gut. Okay. Ratchet, Ratchet, alles in Ordnung? Clank? Clank, bist du das? Clank! No. Ratchet, bist du okay? Du hast ein bisschen Wasser geschluckt. Bitte, es braucht mehr als ein paar Raumpiraten, um mich aufzuhalten. Los! Meine Waffen sind weg. No. Sehen wir uns die Insel an. Mein Booster-Pack trägt nur oh. Mit deinen Schwerkraftstiefeln. Schwerkraftstiefel? Okay. Böse. Er hat uns nicht ohne Grund hergeschickt. Es muss eine Verbindung geben. Ich verstehe höchstens die Hälfte von dem ganzen Zeug. Ah, okay. Die Zugbrücke ist verrostet. Hey, wie wär's mit dem Kinetikseil deines Schlüssels? Aha. Glaubst du, du kommst klar? Rock. Gut so, Ratchet. Los! Coole Fahrer. Hallo, junger Freund. Willkommen auf der Insel Holefar. Ich bin Barnabas Worley, Bürgermeister Worley, um genau zu sein. Was führt dich her? Ich bin hier, weil ich mit einer Kanone hergefeuert wurde. Eine Kanone, wie? Du musst die Piraten geärgert haben. Nun, Feinde von Sprocket und seiner Bande sind hier immer willkommen. Wir versuchen, einen Freund zu kontaktieren, aber ich empfange kein Signal. Gibt es hier einen Funkturm, den wir nutzen könnten? Tut mir leid. Unser Warnsender wurde letzte Nacht zerstört. Hm. Aber wenn du bei der Reparatur hilfst, kannst du deinen Freund bestimmt erreichen. Helfen kann ich gerne, klar. Wirklich? Das freut mich sehr. Klettere auf alle Windräder und dreh einfach an den Bootkurbeln. Sieh du dir die Windräder an. Ich steige höher rauf. Und wenn ich Empfang habe, können wir Piet fragen, was wir suchen sollen. Yeah. Ah, fuck. Yeah.
So, erstes Windrad haben wir. Wunderbar. Wasser? Puff! Danke, Fremder. Noch 4 Windräder und wir sind wieder im Geschäft. Nein. Hey, Fremder, hast du die Windräder repariert? Nein. Na, sieh eine an. Die Galaxie ist klein, was? Oh, zu klein! Oh. Also, was führt dich nach Murdergras, Kumpel? Ich erledige hier Reparaturen. Oh, wie schön. Ich bin ein ziemlich findiger Unternehmer, wenn du weißt, was ich meine. Tja, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Ich könnte etwas Nützliches für dich haben. Verstehst du? Naja. Kleiner, ich hab schon Feierabend. Grad sagte mir, ich soll mit ihm reden. Nö. Nö, hat Feierabend. Kennst all die Leute? Ich auch nicht. Ich auch überhaupt nicht. Sehr, sehr schön, dass man gleich wieder runter teleportiert wird. 2 geht jetzt wieder ans Netz. 2 von 5. Oder Keks. Oder Keks ist gut. Ratchet, bitte komm. Auf dieser Insel geht etwas Seltsames vor. Ich bin hier bei ein paar Dorfbewohnern und sie reden von einem Fluch. Ein Fluch? Komm schon, Tell. So was gibt's doch nicht. Ja, wahrscheinlich. Du hast eine Mango. Nice. Das soll doch. Crazy. Bist auf Twitch. Hallo, Crazy. Bist allein. Oh. Komm auf Smashcast, ehemals Hitbox, dann bist du nicht alleine.
Ach, ich kann doch nicht schwimmen. Das ist die dunkle Seite. Hier kann ich auf einmal schwimmen. Okay. Fuck. Was mache ich damit? Okay. Aufheben, danke. Kackzeug. Ah. Kamerawinkel war ein bisschen verwirrend. Ach komm, ernsthaft. Thank you.
Mann. Jo. Ah, nice. Praktisch. Ja, sehr nützlicher Teleport. Hey, Fremder, du machst das echt gut. Dankeschön. Und wir sind wieder voll und ganz im Geschäft. Noch eins. Yeah. Ratchet, die Stadt wurde geplündert. Ich hab geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Gibt es Spuren? Ah, ich kann an der Wand springen, gut. Gut zu wissen. Irgendwas passt nicht. Um zu drehen. Match. Ah. Ah. Ah, okay. Das macht Sinn. Ratchet, ich bin mal
Okay. Familie, was? Die labern scheiße. Ich will ein Standard Brummelnet Beta Bowl. Mal sehen, ob ich in der Stadt einen finde. Versuch du es am Strand. Das hätte sie mir auch übers Telefon sagen können. Ja, bin ich der gleiche Meinung. Die reden komisches Zeug. Vielleicht hat der Schmuggler ja eins. Guten Tag. Ah, hallo. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte einen Versabolt. Hast du einen? Tja, was soll ich sagen? Ich habe zufällig einen. Völlig legal beschafft, natürlich. Okay. Oh, mit der Brechstange! Kommen wir ins Geschäft? Ja. Bitte sehr. Und bis bald, Partner. Dankeschön. Nein, Held. Ja, bitte. Und jetzt? Gut gemacht, Kleiner. Die Sendergewerkschaftsgruppe 3-19 dankt dir für die freundliche Spende. Und kein Ding. Los geht's. Mach mal hier an. Dann. Hühnchen. Versuch mal, ob du das gedreht kriegst, Chef. Ich würde es ja machen, aber ich habe Pause. Gewerkschaftsvorschrift, verstehst du? Oh. Nice. Ah. What? Matsch! Der Sender funktioniert. Du hast den Holefoiden sehr geholfen. Okay.
komm bei mir vorbei. Ich zeige dir unser größtes Geheimnis. Geheimnis? Sind er repariert und so. Ganz wichtig. Junger Lombax, ich gebe dir das Obsidian-Auge. Das stärkste Lorenz-Teleskop des Universums. Der hat sich gerade noch anders angehört. Mit einer Reichweite von 4,8 Billionen Kilokubits. Es hat Linsen aus Obsidianglas und wird betrieben von einem einzelnen mächtigen Drehstern. Dogwater selbst baute es, um mit seinen kleinen Freunden in Kontakt bleiben zu können. Sehe ich damit, wo sie sind? Klar, wenn du genug Energie hast, um es zu starten. Hier, ich war so frei, mir das aus dem Inselarchiv zu borgen. Es sind Seiten aus Darkwaters privatem Tagebuch. Logbucheintrag 3. August. Der Besuch im Bregos Sternhaufen hat sich wirklich gelohnt. Erstens gibt's dort ein Restaurant mit sehr billigem Grillauflauf und zweitens ein mysteriöses Volk namens Zwoni. Drollige kleine Wesen sind das. Sie können Zeit und Raum nach Belieben verändern. Ihr Anführer gab mir einen Drehstall, mit dem wir in Kontakt halten können, wenn ich auf Polaris bin. Er ist ein Vermögen wert, aber ich gebe ihn nicht her. Nicht für alle Bulls in der Regent City. Meine einzige Sorge ist mein nichtsnutziger erster Marslag. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er versucht, ihn mir zu entwenden. Aber ich habe ihn bis über meinen Tod hinaus geschützt. Mit einem alten Terachnoid-Zauberspruch und einem Gutschein über einen Gratisflug vom Magieladen von Holifar. Nice. Ich fessle meine Seele ewig an den Körper, damit ich den Drehstern bewachen kann. Wer mich aufweckt, wird meine ganze Crew erwecken. Mein Wort darauf! Der Stern ist beim Rest von Darkwater Schatz versteckt. Finde den Stern und du findest deinen Freund. Ratchet, ich glaube, ich empfange was. Rusty Beat an Lombax. Ich habe wichtige Informationen über Captain Darkwater. Bin unterwegs nach Holevar. Over. Ende. Okay. Ich weiß bisher nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Danke für die Stromversorgung. Gameplay und so weiter ist ganz gut. Bloß irgendwie fühle ich mich ein bisschen reingeschmissen. Gut auf Zeit, Mann. Ich habe dich die ganze Nacht angefunkt. Hast du das Obsidianauge? Ja, aber es geht nicht. Darkwater hat den Drehstern versteckt. Wundert mich nicht. Dieser Geißhals hat nie jemanden getraut. Klar, wir wollten ihn damals töten. Die gute Nachricht ist, jeder Pirat, der was auf sich hält, hat auch eine Karte zu seinem Schatz. Eine Karte? Und wo ist sie? Tja, das ist die schlechte Nachricht. Sie ist vermutlich bei ihm in den Morgenhöhlen. Wie wär's, Kumpel? Soll ich dir helfen, sie zu finden? Abgemacht. Toll! Und hier ist der richtige Pirat für uns. Tada! Das ist Slack am Stock. Sein Hauptspeicher ist an den Stimmprozessor angeschlossen. Er erinnert sich also an alles, was er sieht. So, alle an Bord und vertraut auf den guten alten Captain Slack. Ja. Also es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich irgendwie reingeschmissen würde, als ob das irgendwie ein direkter Nachfolger von einem anderen Spiel wäre. So kam's. Dass unser Held zu den und mir halt Infos zu einigen Leuten und dem, was überhaupt bei ihm, bei abgeht, Beat, irgendwie fehlt. Ein edler und treuer Pirat und Schwarm aller Bräute der Galaxie. Das ist doch Seemannsgarn. Weißt du überhaupt, wo es lang geht? Na klar doch. Ich hab GPS. Hier. An der Trübsalinsel rechts halten. In 5 Seemeilen links halten. Ich liebe das Ding. War ein Geschenk von meiner Mama.
Bestimmungsort erreicht auf rechter Seite. Da sind wir, die Morgenhöhlen. Berühmt für erhabene Fjorde, geruhsame Grotten und Horden gequälter Seelen, die auf Rache sind. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Wozu brauchen wir Slag, um Darkwater zu finden? Hast du nicht auch das Schiff versteckt? Ja, da war ich wohl leicht beschwipst. Bin 3 Tage später im Abendkleid neben meinem Curcio aufgewacht. Ah, aufgepasst! Okay. Ein Freund von dir? Oh, das ist Fred. Hat mir beim Piratenfest immer die Hosen runtergezogen. Also, nein. Ratchet, ich suche einen Weg hier raus. Versprich mir nur, dass wir zusammen abhauen, okay? Von mir aus. Danke, Ratchet. Was? Dieser Weg ist so gefährlich, so verboten, dass er nur durch das Rezitieren des berühmten Liedes der Toten geöffnet werden kann. Ich bin ein Teekännchen, sing oftmals, das hier ist mein Henkel, das mein Hals. Gut. Wunderschön. Ups, der Captain muss die Na, wir finden. Oh, okay. Ich würde es ja machen, wenn da nicht noch meine alte Tanzverletzung wäre. Pete? Was war das? Oh, nur keine Sorge. Oh. Ey, noch mehr. Du kommst. Ah, pisst euch.
eigentlich die nicht werfen? Schiff muss ganz in der Nähe sein. Darkwater, wir kämpften vor vielen Monden. Ah, es war der erste Piratenkampf aller Zeiten. Sind das immer noch deine Schattenspielchen? Mensch. Wo ist das Biest? Es gehört mir! Würde ich dieses Biest wieder hier holen? Warum ist dein Chip eigentlich betrunken? Weil er ein Pirat ist. Mann! Da ist sie ja! Genau wie damals! Und du bist sicher, dass Darkwater die Karte zum Drehstern hat? Natürlich! Hätte ich das mal damals gewusst, der Stern wäre nicht mehr gewesen. Ich verstehe zwar nicht, wie ein Roboter betrunken sein kann, aber. Geht schon irgendwie. Steuerung da ist nicht für sowas ausgelegt. Geht so ein Ding durch ein Schiff durch? Wer hat denn diese Dinge gebaut? Macht keinen Sinn. Warum sind die da? Noch mehr.
Sehr schön. Leg die Planke aus, dann sehen wir uns an Bord. Okay. Der erste Piratenkampf aller Zeiten. Klar. Stell du dich doch mal dorthin, Kumpel. Ich suche kurz nach Fallen. Nach Fallen? Wäre das nicht zu billig? Keineswegs, Mann. Für dich sogar ziemlich teuer. Eingeweiht! Ich fessle meine Seele ewig an den Körper. Danke für die Hilfe, Mann. Ohne dich hätte ich's nie durch die Höhlen geschafft. Bedauere, Kumpel. Was soll ich sagen? Ich bin ein Pirat. Aber nimm das als Trost. Es ist nichts Persönliches. Ahoi, kein Matrose. Ich bin's, Captain Slack, Geißel der Galaxie und... Mieser, hinterhältiger Lumpendekadroid! Darkwater! Raus aus meinem Körper! Sofort! Der gehört jetzt nur mir! Hüte deine Zunge, du mieser alter Grabholger, sonst reiß ich dir Milz raus und brat in der Pfanne! Große Klappe für ein winziges Hirngespinst! Oh, ich bin ein Hirngespinst, weil du mir die Klinge in den Rücken gerannt hast, du mieser Verräter! Na gut, das reicht! Ihr zwei müsst mal ordentlich plündern gehen! Kurs setzen auf die Insel! Oliver! Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Brenner! Schmelzgranate! Level up! Yeah! Es ist grün. Ratchet, was ist los? Da ist überall grüner Qualm und... Piraten! Oh, oh. Geisterpiraten. Geisterpiratenroboter.
Nein, mein Freund. Nein! Nein! Die haben meinen Freund umgebracht. Nicht nett. Wo ist denn die Frau? Ach stimmt, die Frau war ja auch irgendwie eingesperrt, ne? Jetzt sind wir doch alleine zurückgefahren. Ja, als er versuchte, den Drehstern zu rauben, wurde unser Held übertölpelt vom charmanten Rusty Pete. Einem treuen Pirat, der sich nur eines wünschte, die Rückkehr seines geliebten Captain Slack. Schrecken von Polaris und Sieger beim halbjährlichen Modellwettbewerb im Sordom-Gefängnis. Natürlich gab es gewisse Begleiterscheinungen. Hunderte untoter Piraten streunten nun frei umher. Und der Captain war gefangen im Körper eines Piraten, den er einst getötet hatte. Aber insgesamt war es ein toller Tag. So, knappe Stunde haben wir gespielt. Speichern. Im Februar habe ich es mal angespielt. Da habe ich aber nur das Intro sozusagen gemacht. Ja, erster Eindruck. Zwiegespalten. Ich weiß nicht genau, was ich von dem Spiel halten soll. Es ist ein Spiel, das Spaß macht. Bloß, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen reingeworfen in das Ganze. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich kenne die ganzen Leute nicht. Vielleicht hätte ich vorher ein früheres Ratchet & Clank-Spiel mal spielen sollen. Aber an sich ist es ganz spaßig. Ja, Gameplay her ist eigentlich ganz solide. Mal schauen, vielleicht gewöhne ich mich noch dran.